Bei der Einfahrt zum Parc Fermé in Monte Carlo stand Armin Schwarz auf Platz 3, mit dem er nicht sehr zufrieden war. Über Probleme und vor allen Dingen, wie es weitergehen soll, Kutte Klein. Arnim, Publikumsliebling schlechthin. Das alles steht hier, wenn du die Sonderprüfung anfährst. 9 Bestzeiten und trotzdem kommst du als Dritter rein. Irgendwas ist so ein bisschen. Ja gut, wir hatten heute wieder mal eine Antriebswelle, die gebrochen ist. Und das hat uns natürlich wieder eine Minute gekostet. Und es hilft halt nichts, wenn man 2, 3 Bestzeiten fährt und holt die Minute rein und verliert es dann auf den Schlag wieder. Dann kommt man natürlich nicht näher. Ja. Wir stehen jetzt hier im Hafen, was natürlich immer, das Wetter spielt mit. Es hat im Punkt, wie du reinkamst, der Regen aufgehört, also schon mal ein gutes Zeichen. Die Kulisse stimmt. Wie bereitest du dich jetzt vor? Du hast jetzt ein bisschen Zeit, denn um 23:30 abends geht es wieder vom Casino in die Nacht der langen Messe. Ja gut, ich versuche jetzt noch mal ein bisschen zu schlafen. Insofern es möglich ist. Und dann schauen wir mal, wie es heute Nacht geht. Auf jeden Fall werden wir heute Nacht noch mal probieren, den Delico zu kriegen. Und wenn der Bernardini keinen Fehler macht, dann glaube ich, ist das hier schon rum. Auch bei Seat gibt es eine Besonderheit zu vermelden. Denn sie feiern bei der Rallye Monte Carlo das Rallye-Debüt des brandneuen Ibiza Kit Cars mit dem deutschen Erwin Weber am Steuer, der bislang ganz zufrieden sein kann mit seiner Leistung, oder? Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir hatten jetzt 2 Tage, bei denen das Auto wirklich super gelaufen ist und wir können viel lernen hier bei der Rallye. Wir haben einiges schon weiterentwickelt hier am Fahrwerk. Speziell haben wir an die Abstimmung jetzt gefunden, die schon hier auf den schwierigen Verhältnissen besser ist, also mit denen wir besser zurechtkommen. Und gerade heute war noch ein sehr guter Tag für uns. Also ich glaube, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind. Nur die 100 besten Piloten durften zur entscheidenden Nacht der langen Messer zu den letzten 6 Wertungsprüfungen starten. Auf dem Col de Torini, wo in den vergangenen Jahren häufig die Entscheidung um den Sieg fiel, sind sogar bei Nacht wieder einige tausend Fans dabei, um ihre Idole zu feiern. Die Nacht der langen Messer, die eigentliche Härteprüfung für Mensch und Material. Denn in den vergangenen Jahren sind so einige Teilnehmer auf der Strecke geblieben. Alle Wertungsprüfungen waren geschafft und die Zuschauer warteten im Hafen von Monte Carlo auf den lang ersehnten Sieger der Rallye Monte Carlo 1996. Auf Platz 1 in diesem Jahr die Franzosen Bernardini und Ocelli. Auf Platz 2 der Franzose Delacour mit seinem Co-Piloten Sauvage. Einen tollen dritten Platz belegte Armin Schwarz mit Klaus Wicher an seiner Seite, mit dem die Fans schon, aber die beiden Piloten weniger zufrieden waren. Ihr habt so ein bisschen noch mal Lässe gehabt, auf den letzten immerhin 4 Bestzeiten wieder gefahren. Also besser kann es normalerweise nicht laufen. Also wirklich erstmal, wir haben die Daumen gedrückt, hat vielleicht nicht ganz gelangt. Aber immerhin, so ist es nicht. Dritter Platz ist eine tolle Sache. Ja gut, eine tolle Sache, würde jetzt weniger sagen. Wir sind hier hinkommen zu gewinnen von Anfang an. Und man kann so viele Bestzeiten fahren, wie man will. Wenn man auf anderen Prüfungen viel Zeit verliert oder auf der Road-Section viel Zeit verliert, dann langt es einfach hinten raus nicht zum Gewinnen. Und ich bin schon enttäuscht, damit wir hier nicht gewonnen haben. Einen Gruß aus Berlin überreichte Kutte Klein dem Rennfahrer Armin Schwarz als kleine Entschädigung für den dritten Platz. Wie nett wir mit euch zusammen sein konnten. Ja? Vielen Dank. Schönen Dank. Danke. Und viel Spaß noch beim Bankett. Ja? Danke, ihr beiden. Dann überlasse ich dir hier mal meine Fahrerhandschuhe. Danke dir. Danke.
Rallye Monte Carlo, ein Ereignis, von dem man nur erzählen kann, wenn man es hautnah mit Gänsehaut erlebt hat. Wenn es die Rallye Monte Carlo nicht gäbe, müssten wir sie erfinden. Krönender Abschluss für die beiden Sieger Bernardini und Orcelli, die Pokalübergabe durch Fürst Rainier von Monaco.